Herzlich willkommen, Dr. Gabriele Krone-Schmalz. So, herzlich willkommen. Bitte sehr. Ich muss ganz schnell ein Kompliment Ihrem Mann machen. Er hat das wieder toll hingekriegt. Der ist überhaupt toll. Damit ist Ihre Frisur gemeint, denn seit vielen Jahrzehnten schneidet Ihr Mann, obwohl er Bauingenieur ist, Ihnen die Haare. Richtig. Hat das Sparsamkeitsgründe? Sie haben es sofort auf den Punkt gebracht. Nein, das hatte die Gründe, dass meine langen Haare langsam mit Spliss irgendwie nicht mehr so schön waren. Und er kam auf die grandiose Idee, dass mir eine Kurzhaarfrisur stehen könnte. Das habe ich nicht ganz ernst genommen, aber er hat mich dann, wie Sie sehen, überzeugt. Und ich könnte mir jetzt nichts Besseres und Praktischeres vorstellen. Das ist jetzt Ihr Markenzeichen ja, geworden. Nicht nur im Fernsehen, auch da, wo Sie unterrichten. Sie haben einen Lehrstuhl, eine Professur in Iserlohn. Mhm. Was unterrichten Sie da? Journalistik und TV. Das ist ein großes Thema. Ja, es ist deshalb ein großes Thema, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Demokratien nur funktionieren können, wenn man im doppelten Sinne anständigen Journalismus macht. Dann müssen Sie mir heute dabei helfen. Ich bin kein politischer Journalist, aber Sie sind es. Sie kennen sich viel besser aus in Russland, in der Ukraine. Sie haben viele Freunde in Russland. Manche Menschen werfen Ihnen das vor. Auch andere, in der Ukraine. Andere, auch Freunde in der Ukraine, manche werfen Ihnen das vor. Andere wiederum freuen sich darüber, dass Sie so gute Verbindungen haben. Kann man davon sprechen? Sie haben Ihr eigenes Netzwerk? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Denn dieses Thema, von dem wollte ich mich nicht verabschieden, aus gutem Grund. Bin froh, dass ich mich so entschieden habe. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man in alle Richtungen die Fühler ausstreckt und für alles auch offen ist. Das mit dem für alles offen, das müssen sich einige noch hinter die Ohren schreiben lassen. Sie werfen ja einem Teil des deutschen Journalismus vor, dass man so eine Feind-Freund-Propaganda beschreibt und dass es so wenig Zwischentöne gibt. Und ich habe Sie eingeladen, als es darum ging, die OSZE-Geiseln zu beschreiben. Und glücklicherweise ist ja heute Morgen die gute Nachricht gekommen, dass Sie freigelassen worden sind. Aber die für mich schlechte Nachricht ist, dass Sie mir sagen, das sind gar keine OSZE-Geiseln. Was sind Sie denn? Also sagen wir so, man muss ja erstmal immer Bekenntnisse abgeben, damit man nicht in die falsche Schublade einsortiert wird. Egal wer als Geisel genommen wird, das ist schlimm und furchtbar und man kann sich nur freuen, wenn diese Menschen unverletzt freikommen. Ich habe aber als Journalist gelernt, und ich bin ja kein Politiker, bei denen gelten andere Regeln. Ich habe als Journalist gelernt, dass man sehr präzise mit der Sprache umgeht und dass man auch die Hintergründe versucht rauszufinden. Und Fakt ist, und da geht überhaupt kein Weg dran vorbei, Fakt ist, dass die Militärbeobachter, die da in Geiselhaft geraten sind, nicht im Auftrag der OSZE unterwegs waren. Das hat sogar der Leiter dieser Mission, der zwei Tage bevor sie in Geiselhaft genommen worden sind, in einem Interview auch bestätigt. Und das hat in der Nacht, als die Geiselnahme gewesen ist, in der Nacht, wurde sofort der Leiter des Krisenpräventionszentrums der OSZE dazu befragt. Und man hat ihm quasi vorgeworfen, machen Sie denn keine Risikoabwägung für Ihre Leute? Wie kann denn sowas sein? Und er hat ganz eindeutig, das lässt sich nachlesen, das habe ich mir nicht ausgedacht, er hat ganz eindeutig gesagt, ja, wenn das unsere Leute gewesen wären, dann hätten wir auch eine Risikoabwägung gemacht. Aber es sind nicht unsere Leute. Es ist eine bilaterale Geschichte und der entscheidende Punkt ist auch der, diejenigen, die von der OSZE geschickt worden sind, das sind ungefähr 130 und denen ist bis jetzt, dem Himmel sei Dank, nichts passiert, aus gutem Grund wohl, diejenigen sind zivile Beobachter und diese, die da in Geiselhaft geraten sind, sind Militärbeobachter. Nun habe ich noch nur ein bisschen so um die Kurve. Ich höre Ihnen gespannt zu. Ich versuche es so einfach wie möglich. Deswegen, das ist immer so schwierig. Das eignet sich meistens nicht für Schlagzeilen. Aber es ist wichtig, das auseinanderzuhalten. Diese, wenn Menschen versuchen, so zu argumentieren, dass es doch von der OSZE gedeckt ist, dann machen die das folgendermaßen. Dann sagen die, die sind auf der Basis des Wiener Abkommens, des Wiener Dokuments, was ein Dokument der OSZE ist, dort in der Ukraine. Nur dieses Dokument beschreibt Folgendes. Militärbeobachter, und dann bitte in Uniform und nicht so wie die in Zivil. Diese Militärbeobachter sind dann dafür da, Manöver zu beobachten.
Sie sind dafür da, reguläre Truppenstützpunkte zu beobachten, zu kontrollieren, darüber Ihre Berichte zu schreiben, aber eben nicht in einer solchen Gegend so unterwegs zu sein. Es hat da niemand gewusst. Und dann ist es nicht so ganz geschickt, wenn man in einer so angespannten Situation ausgerechnet, bis auf einen, alles NATO-Militärs in Zivil darum laufen lässt, von denen niemand was weiß. Das entschuldigt nichts, was die Geiselnahme betrifft, aber es erklärt politisch einiges. Und ich finde, da sind Journalisten für da, das auseinanderzunehmen. Jetzt kam ich mir ein bisschen vor wie einer Ihrer Studentinnen, der einfach seinen Professor glaubt. Aber ich kann es ja beweisen, ist ja nicht so. Ist das denn heute ein großer diplomatischer Fortschritt? Ist das ein Fortschritt von Herrn Steinmeier zum Beispiel? Also, dass Sie frei sind, ist eine grandiose Leistung. Ich will mich da nicht zu sehr aus dem Fenster hängen, aber ich traue Herrn Steinmeier eine Menge zu, weil er einer der wenigen besonnenen Politiker ist. Und nach meinen Informationen hat auch eine ganz wesentliche Rolle gespielt und teilweise wird es ja auch so gesagt. Wladimir Lukin, das ist der Menschenrechtsbeauftragte schon seit ewigen Zeiten aus Moskau, und der hat da richtig gut auch mitgearbeitet. Hauptsache, ich würde Sie gerne noch über einen anderen Menschen befragen. Das Bild von Putin bei uns wird ja eigentlich so dargestellt, dass das ein Teufel ist, dass der Mann ein Großreich wieder schaffen möchte, dass er machtbesessen ist. Sie zeichnen ein anderes Bild von ihm. Ja. Sagen wir so, ich habe überhaupt keine Veranlassung, alles, was Putin macht, in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Das liegt mir fern. Es geht auch gar nicht darum, ob einem jemand sympathisch oder nicht sympathisch ist. Das ist ja kein Kriterium im Journalismus. Aber es geht darum, dass man versucht im Journalismus, wie gesagt, Politik ist möglicherweise ganz was anderes, aber dass man im Journalismus versucht, Dinge zu analysieren, interessenoffen stehen, dass immer was mit Russland zu tun hat, da heißt es, Putin macht, Putin tut, Putin das. Überlegen Sie mal, in irgendeinem anderen Land der Welt macht man das nicht. Man sagt die USA, man sagt nicht Obama, man sagt Frankreich, man sagt nicht Hollande oder so. Also das sollte uns schon stutzig machen. Und Fakt ist, und das lässt sich ja auch herleiten, Fakt ist, dass nach dem absoluten Chaos unter Jelzin, davon machen sich die Menschen hier nicht so wirklich eine praktische Vorstellung, da gab es nichts mehr an Staatlichkeit, dass nach dem absoluten Chaos unter Jelzin Putin es wenigstens geschafft hat, diese Staatlichkeit wiederherzustellen und vor allen Dingen den Menschen irgendwie auch sowas wie ein Glauben daran zu geben, dass sie nicht der letzte Dreck sind, wenn ich es mal so sagen darf. Ja, meine Feinde sagen jetzt, warum gibt er ihr die neue Stimme des Propagandaministeriums in Russland? Wie kommt es dazu, dass Sie ein so herzliches Verhältnis zu den Russen haben? Das muss man auseinanderhalten. Das herzliche Verhältnis zu Menschen, die ich da kenne, mit denen mich seit Jahren und Jahrzehnten eine Freundschaft verbindet, da gab es Putin noch nicht in der Funktion. Das ist das eine. Davon darf ich mich aber als Journalist nicht beeindrucken lassen, sondern ich muss versuchen, so unvoreingenommen wie möglich Interessen auf den Grund zu gehen. Und ich war schon als junges Mädchen nicht so blöde zu glauben, dass auf der einen Seite der Welt die Guten und auf der anderen Seite die Bösen leben. Und das muss man versuchen klarzumachen. Wissen Sie, was mich irritiert und gleichzeitig sehr, sehr freut? Der Unterschied zwischen dem, was veröffentlicht wird und dem, was in der öffentlichen Meinung vorherrscht, ist mittlerweile derart groß, dass es dazu ja auch schon Sendungen gibt. Und das macht mir insofern Sorge, wenn Menschen nicht mehr glauben, was in den Medien informiert wird, wenn Menschen auch Politikern nicht mehr glauben, dann fliegt uns unser wunderschönes System Demokratie früher oder später um die Ohren. Was mich nervös macht, ist, dass 72% unserer Bevölkerung Angst haben vor einem neuen Kalten Krieg. Können Sie das verstehen? Ja, klar kann ich das verstehen. Das ist ja, ich meine, in unserem Land, wir haben, also ich Gott sei Dank nicht, ich bin günstig geboren, aber in unserem Land haben die Menschen erlebt, was es heißt, Krieg zu haben, Krieg zu führen. In Russland und in der Ukraine haben die Menschen erlebt, was es heißt, Krieg zu haben, Krieg zu führen, Menschen zu verlieren, Leid zu haben. Und dass man dann Angst davor hat, noch dazu, wenn wir ja in diesem Jahr 100 Jahre, vor 100 Jahren hat der Erste Weltkrieg begonnen, dann kann man schon ins Grübeln kommen, welche irrsinnigen Dinge
in der Lage sind, Kriege auszulösen. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, obwohl es ja mitten in der Ukraine ist, nämlich zum Thema der Krim. Sie haben gesagt, diese Geschichte kann man eigentlich nur wirklich besprechen, wenn man weiß, was früher war und man sich nicht immer nur an dem Ist-Zustand orientiert. Können Sie uns das, und jetzt stelle ich mir einfach wieder vor, ich bin einer Ihrer Studenten, erklären? Das ist ganz schwierig, das auf einen Punkt zu bringen. Ich komme immer wieder darauf zurück, dass es wichtig ist, die richtigen Begriffe zu benutzen. Also ich werde jetzt nicht die Geschichte der Krim...